2 bis 2,5 Stunden. 2 Stunden vielleicht? Aber etwa 3,5. Maximum 2 Stunden. Ich glaube, viel mehr als ich. So 2-3 Stunden. Auch so 3 bis 4 Stunden, aber am Wochenende auch recht oft. Instagram, Snapchat, Instagram, TikTok, WhatsApp, Pinterest, Instagram, TikTok, Snapchat, TikTok, WhatsApp, TikTok, YouTube. Ja, aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Seit ihr lehrt, begeben eigentlich praktisch nicht mehr. 3 oder 4 Stunden. Ja, schon ein paar Mal dazu. Bah, à des fêtes, parfois tu sors ton téléphone juste vite fait pour regarder un truc et après finalement t'es plus longtemps dessus et puis après quand tu rentres, tu te dis que bah, j'aurais pu profiter plus en fait. Lustige Videos oder sonst halt Serien oder Filme. Videos oder eben Posts, wo halt oder unendlich einfach aufgeführt werden und dann tut man einfach immer weiter und achtet gar nicht auf die Zeit. Und dann plötzlich fällt es auf, du warst schon irgendwie 3 Stunden dran oder so etwas. C'est pas calmant et l'écran, la lumière, tout ça, c'est pas non plus très bien. Ja, wenn man zu viel spielt, bekommt man viereckige Augen über. Ja, es kann. Wenn man zum Beispiel etwas im Internet gepostet hat und auch so Freunde oder so gesehen, wenn es negativ ist, hat es halt negative Auswirkung auf dich und wenn es positiv ist, dann positive. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zurück im Hauptstudio, im Festsaal vom Erlacherhof an den heutigen Bären Digitaltag. Und herzlich willkommen zum jetzigen Mittagstalk. Also, ihr könnt jetzt gerne gemütlich daheim euer Sandwich essen oder euren Salat oder was ihr immer habt. Wir machen hier weiter und zwar mit etwas, was man am Mittag nicht macht, weil man dann Pause hat, nämlich Lernen. Trotzdem werden wir genau jetzt darüber diskutieren. Und zwar ist das Thema Lernen und Lernen für die Zukunft. Und für das habe ich doch Bari auch noch in dieser Mittagspause überreden, doch mit mir zusammen in den Erlacherhof reinzuhocken. Und das ist der Adrian Regetz, wissenschaftlicher Mitarbeiter für Medien und Informatik an PH Bern. Dann Barbara Mundwiller, Lehrerin an der Sekundarschule Munzinger hier in Bern. Hallo. Dann der Linus Döring, ein Schüler, der uns ein bisschen erzählen wird, wie ist es genau mit dem digitalen Lernen und möchte gerne noch ein bisschen mehr. Und seine Mami, Sabina Steiner, gleichzeitig auch Leiterin Fachstelle für digitale Entwicklung Stadt Bern. Herzlich willkommen miteinander und danke, dass ihr euch Zeit genommen über die Mittagspause über quasi. Ja, wie ist es das mit dem digitalen Lernen? Wie wichtig ist es in Schule im Moment bei euch am Munzinger, dass man mit digitalen Gerätschaften lernt? Für uns ist es extrem zentral. Aus 2 verschiedenen Gründen. Einerseits, weil einfach digitales Lernen grundsätzlich viele neue Möglichkeiten gibt zum Lernen. Die werden wir natürlich auch nutzen bei uns an der Schule. Zum anderen sind wir ja eine Schule, die sehr fest mit selbstorganisiertem Lernen soll arbeiten. Und da haben auch die digitalen Medien für uns sehr viele Möglichkeiten, sehr viel Potenzial, dass wir eben auf diesen individuellen Schienen fahren können überhaupt. Vielleicht ein Wort zu dem selbstorganisierten Lernen. Was heisst das genau, wie du als Schüler selber bestimmen, wenn ich was mache? Also es gibt einfach einen Teil des Unterrichts, das ist ungefähr ein Drittel. Bei uns sind es 10 Lektionen pro Woche, wo wir definieren, was ist quasi eine Grundanforderung für ein Fach, für Mathematik, für Französisch, für Deutsch und so weiter. Und an dem arbeiten dann die Jugendlichen. Das wird aber relativ fest angepasst auf wirklich das einzelne Kind, wo steht es und wo möchte zum Schluss dann auch her. Das heisst, ein gewisser Teil ist sicher für alle ähnlich und ein gewisser Teil ist individuell. Und da helfen uns eben die Medien extrem stark. Und wenn wir uns das ganz bildlich vorstellen, was haben wir jetzt hier für Hardware direkt im Schulzimmer oder daheim? Wir haben von der Stadt sind wir 1-zu-1 ausgerüstet mit Tablets, wie alle anderen Stadtberner Schulen auch, mit den iPads, die auf Base for Kids laufen. Und wir Lehrpersonen haben unser iPad und dort laufen unsere verschiedenen Systeme drauf. Und ja, das ist die Infrastruktur, das ist der Grundstock.
Ja, Frau Steiner, Sie haben es gesagt, Base for Kids heisst, jetzt sage ich wieder Frau Steiner, wir vorhin abgemacht, die Tünis Dutzer, Entschuldigung, Sabina. Barbara hat es vorhin gesagt, wir reden von diesem Base for Kids Projekt. Wie steht das Millionenprojekt für die Stadt Bern? Wie stehen wir da? Was ist der aktuelle Stand? Wie läuft es? Also, es ist ja eingeführt worden letztes Jahr und jetzt gibt es eine Weiterentwicklung davon. Also, es wird laufend weiterentwickelt und dort auch wieder neue Sachen dazu genommen und dazu gelernt. Das heisst, da kommen neue Tools dazu, Updates, oder wie kann ich mir das ganz plakativ vorstellen? Ja, es wird einfach aufgrund von der Rückmeldung von den Lehrer und Lehrerinnen verbessert und sicher ausgebaut noch. Da hat man einen direkten Austausch miteinander, wo das noch etwas darf brauchen, wo etwas weniger. Das ist ja so. Ja, ich bin nicht direkt im Projekt involviert, darum kann ich nicht so viel dazu sagen, aber es ist sicher das Ziel davon, dass auch die Personen, die das am Schluss brauchen, können dazu sagen, wie sie es brauchen und was sie brauchen. Das ist sehr wichtig. Ja, und einer, der es braucht, ist dein Sohn, Sabine, der Linus. Wie ist es für dich, mit dem iPad oder mit dem Tablet zu lernen? Oder, ja, blöd gesagt, wahrscheinlich ist es für dich normal, weil du es nie anders kennst. Also es war jetzt so bei uns, dass wir so das ist so eine Tastatur schreiben, das müssen wir zuerst machen, sonst können wir ja noch nicht so gut am Tablet schreiben, schnell. Und dann machen wir halt verschiedene Sachen dran. Und das ist manchmal ein bisschen kompliziert, weil man sich nicht anmelden kann und so. Also es hat quasi noch Kinderkrankheiten, das System, oder wie sieht das aus? Es klappt noch nicht ganz bis sie ins letzte Eckchen. Ja, das hat sicher noch und es braucht sicher auch noch Zeit, um das, die Krankheiten zu beheben. Ja. Ist das denn manchmal, braucht das manchmal ein bisschen Nerven, Linus? Also wird man da schneller vorwärts machen, als es manchmal geht? Ja, eigentlich schon, weil manchmal, wenn man einen Vortrag hat, spielt man irgendwie Videos oder ein PowerPoint ab. Und wenn man das iPad spielt, kann man das ja nicht machen. Und dann nervt es manchmal, aber wenn es nicht geht, dann ist es dann gut wieder. Wenn es nicht geht, ist es gut, aber stellst du es so fest in die Klasse, aber wenn es hakt, dann hakt es. Und dann wäre doch der Vortrag von früher direkt bei der Wandtafel schneller und effizienter gewesen. Das ist durchaus so. Also ich glaube, über Kinderkrankheiten hat man sehr viel in den Medien auch gehört und gelesen. Ich glaube, das kann man nicht wegdiskutieren. Wir hatten extreme Probleme am Anfang mit Base for Kids. Ich hoffe, sie haben daraus gelernt. Ich habe das Gefühl, man hat probiert, gewisse Sachen anzupassen, gewisse Hilfen zu machen, gewisse Updates zu machen. Ich habe wirklich das Gefühl, Kommunikation kann man noch ein bisschen besser werden. Darum musste ich ein bisschen schmunzeln, wo du hast angesprochen hast. Ja, hört man auf die Lehrer. Aus meiner Perspektive ist dort wieder der Draht noch zu wenig eng. Das ist ja, wirklich unsere Probleme, wie aufkommen und man uns dort gehört. Du warst wirklich zurückhaltend zuerst, weil man nicht wusste, ob es so oder nicht. Aber dort ist es ein Handlungsbedarf, also dass du konkret deine Inputs gerne eingeben und dann weisst, die kommen irgendwo an. Ist jetzt zumindest die Verbindung da, also du wüsstest, an wen du dich konkret wenden würdest bei der Stadt, oder wie gesagt? Im Moment ist es so, dass wir eine indirekte Verbindung haben. Also wir haben an jedem Schulhaus haben wir sogenannte SMI, die vor Ort zuständig sind. Die sind auch entlastet. Das Problem dort ist, dass die ganz eine kleine Entlastung haben. Also bei unseren zwei Jungs am Haus sind das, glaube ich, 3 Lektionen, die sie haben. Und mit 3 Lektionen kommen die einfach nicht vor. Also selbst wenn ich Anliegen habe oder wenn ich ein technisches Problem habe, ist von vornherein eigentlich sind die Ressourcen einfach zu klein. Und wie dann weiterzukommen, ist manchmal schwierig. Ich habe zwar ein Ticketing-System, wo ich ein Problem anmelden kann oder wo ich auch sagen kann, hey Leute, die und die Weiterentwicklung wäre wirklich grandios. Das kommt hier an, zum Teil aber mit einer extremen Zeitverzögerung. Auch dort habe ich das Gefühl, hat es einfach zu wenig Ressourcen. Also es kann 1-2 Monate gehen, bis ich dort eine Antwort bekomme. Also wenn du jetzt das hörst, Adrian, ein System, das noch so ein bisschen hakt und noch nicht ganz so läuft, wie man sich das vorstellt, ist jetzt im Moment eher hinderlich. Wie siehst du es aus deiner Perspektive? Ist das nicht ein System, das man eigentlich so weit getestet hat, dass man sagen kann, wenn man es in Betrieb nimmt, dann läuft es und fertig? Es ist auch schwierig von mir aus gesehen. Es ist ja vom Auto Wahl der Produkte, die sie getroffen haben. Der Base for Kids basiert vor allem auf OER-Produkten. Das hat nichts mit Microsoft zu tun, das hat nichts mit Google zu tun, beispielsweise, sondern es sind Produkte, die eben Open Education Resources sind. Das heisst, die kann man nehmen und die kann man versuchen zu integrieren. Der Hintergrund ist offen in dem Sinn.
Das hat Vorteile. Erstens sicherlich ist es kostenlos, es kostet die Schule weniger, es kostet jetzt auch die Stadt weniger in dem Sinn. Aber verhält es dann auch effektiv auch? Das ist ja so ein die Frage. Und das ist so eine Kontroverse zwischen, wo man jetzt vielleicht an einem Grosskonzert wie Microsoft oder Google Daten liefern oder dort Geld, eigentlich Geld zur Verfügung stellen oder ob man dann versucht, das selbstständig in die auszubauen. So ein bisschen hin und her. Bevor wir weiter diskutieren, möchte ich schnell einen Aufruf machen an unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die beim Livestream da mitschauen. Wir machen eine Umfrage und zwar könnt ihr darüber abstimmen, wie digital ihr gerne lernen jetzt und in Zukunft im Verlauf der Sendung oder der Gesprächsrunde kommen die Ergebnisse rein, wird ihr hier hoffentlich können, ablesen und in die Runde geben, was ihr da draussen meint dazu. Merci vielmals. Sabina, Sie haben noch nicht so positive Rückmeldungen. Wie ist da der Fahrplan, dass man sagt, hat man irgendwo einen Punkt X, wo man weiss, ab dann ist unser Ziel, dass es doch plus minus läuft, wie wir uns das vorstellen. Das kostet ja immerhin knapp 25 Millionen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ja, ich denke, auch zum Preis kann man sagen, dass es in dem Sinne eher teurer ist als das Standardprodukt im Moment. Also der Betrieb und die Entwicklung ist teurer, als wenn man jetzt auf Microsoft-Produkte gehen würde. Das ist vielleicht auch eine Erkenntnis, die man gewonnen hat jetzt aus der Entwicklung von dem Ganzen. Und ich kann im Moment nicht sagen, wie es weitergeht. Es ist einfach geplant, jetzt die Weiterentwicklung von dem Base for Kids. Aber wie und was konkret dass man plant, das weiss ich nicht. Barbara, kannst du uns mal ausführen? Ich bin schon lange nicht mehr auf der Schulbank gehockt. Wenn ich bei dir jetzt im Unterricht wäre, was konkret spielt sich ab? Also was konkret tust du mir unterrichten und was konkret mache ich dann auf dem iPad? Also im digitalen Sinn meinst du natürlich? Im digitalen Sinn, ja. Wie gesagt, also bei uns jetzt, wir haben traditionellen Unterricht, traditionellen Klassenunterricht, wo die Medien vielleicht eher kleinere Rolle spielen. Es kann sein, dass ich mal PowerPoint brauche, dass ich mal probiere, neuere spielerische Formen noch zu integrieren, um die Aktivität der Schülerinnen und Schüler hochzuhalten. Sei das mit einem Mentimeter zum Beispiel oder mit einem Kahoot oder mit was auch immer. Also da gibt es einfach verschiedene Spielformen, die man einsetzen kann, um wirklich die Lernphase ein bisschen schön zu strukturieren. Ich sage jetzt mal erarbeitenden Unterricht, also wenn Schülerinnen und Schüler selber wirklich in einer Übungsphase drin sind, dort kann es extrem wichtige Rolle spielen, mit auch irgendwelchen Quiz-Instrumenten zum Beispiel oder weil sie etwas schreiben. Uns ist es sehr wichtig, dass die Jugendlichen wirklich auch Kompetenzen erwerben, die man braucht heutzutage. Und dazu, ich glaube, das wissen wir alle, gehört es dazu, mit einem Computer umzugehen, mit einem Tablet umzugehen, einen Text auf dem Word oder welchem Textprogramm auch immer können schreiben, mit einem einfachen Tabellensystem können umzugehen. Das probieren wir alles laufend in unseren Unterricht reinzuflechten, dass wir nicht oder möglichst nicht, ich sage jetzt mal, einfach trockenen Basisunterricht hat, wo man das lernt, sondern dass man immer wieder am Objekt quasi die Medien und die Material, die Instrumente nutzt. Linus, ist der Unterricht so spannend für dich, mit diesen Tools, mit Tablet und so weiter zu lernen? Also wir arbeiten noch nicht so viel daran, aber wenn wir es machen, also daran arbeiten, dann ist es spannend, aber manchmal ist es so recht langweilig. Weil wir machen so Sachen, zum Beispiel, wenn man PowerPoint macht, und dann muss man ganz lange, also muss man recherchieren im Internet und das ist für mich nicht so spannend. Okay. Aber gut, in dem Alter habe ich früher noch gar nicht gewusst, was PowerPoint, nein, wahrscheinlich hat es PowerPoint noch gar nicht gegeben, nicht im Alter war. Aber das ist ein anderes Thema. Aber gibt es da auch Themen, die es für dich spannender machen? Also, weißt du, Fächer, die jetzt, wenn du so kannst lernen, spannender findest, als du früher hast gefunden, wo kein digitales Werkzeug hast? Also zum Beispiel Mathe, das ist ja mein Lieblingsfach, mache ich sehr gerne im Internet, weil dann kann man wie höhere Herausforderungen in Kauf nehmen, weil wenn man jetzt im Heft hätte, gibt es einfach diese Aufgaben und keine andere. Weil das ist jetzt so mit dem neuen Heft, dort gibt es einfach diese Aufgaben und keine andere. Und dann kann man einfach noch mehr machen oder lassen. Und wenn man jetzt im Internet tut, kann man herauslesen, welche Schwierigkeiten man will. Und dann kann man
gut rechnen, wenn man schwierige will. Sabina, ich habe mir natürlich vorgestellt, wenn ich plötzlich so elektronische Tools habe, ich kann mich erinnern, früher haben wir den Taschenrechner zum Beispiel bei Proben nicht brauchen, sondern nur zwischendurch. Ich habe jetzt einfach angenommen, das wird vielleicht auch ein bisschen bequem für den einen oder anderen, wenn man so Hilfsmittel hat, die man früher nicht hatte. Aber das scheint mir jetzt nicht der Fall zu sein. Nein, ich glaube nicht. Also, ich habe das Gefühl, dass die Vielfalt des Unterrichts fördern kann, weil man, ich denke, auch für die Lehrpersonen viel mehr Möglichkeiten hat, eben verschiedene Sachen zu machen und ich denke auch sehr individuelle Sachen, also die auf die Kinder zugespitzt sind, die vielleicht mit dem herkömmlichen Unterrichtsmaterial nicht so einfach möglich ist. Adrian, auf Kinder zugespitzt ist ein gutes Thema. Was wäre für dich oder was ist für dich ein ideales Lernsystem für Kinder? Ich glaube, das ist noch recht eine weite Frage, muss ich zugeben. Neben dem, dass wir einfach mal vielleicht müssen deklarieren, dass ja digitaler Unterricht nicht nur die Benutzung von digitalen Geräten ist, sondern dass eine viel, viel umfassendere Frage ist. Du hast vorhin gesehen, du brauchst Google für Inhalte für deine PowerPoint-Präsentation zu suchen. Und anhand der Google-Suche kann man eigentlich auch Medienbildung, medienwissenschaftlich, also die ganze Medienseite anschauen. Und das Fach, das seit 2018 im Lehrplan 21 eingeführt wurde, heisst ja Medien und Informatik, beinhaltet mediale Aspekte, Informatikaspekte, aber eben auch die Anwendungskompetenzen. Und jetzt haben wir eigentlich von den Anwendungskompetenzen die ganze Zeit geredet, wenn du es einsetzen. Wir haben auch nicht darüber geredet, sollte man es überhaupt die ganze Zeit einsetzen oder nur teilweise einsetzen. Aber für mich ist ein umfassender digitaler Unterricht gehört für mich alles dazu. Eben die Geräte brauchen, Medienaspekte, Informatikaspekte und das nicht einfach in dieser Lektion, um eventuell in der 5., 6., wo in der 7. und 9. zu gut hat im Kanton Bern, sondern in jedem Fach integriert. Und darum sieht man eben auch integrativen Medieninformatikunterricht. Du hast vorhin gesagt, sollte man es mehr oder weniger einsetzen oder pointiert. Was ist deine Haltung dazu? Ich bin der Meinung, dass man Geräte jetzt in welchem Sinn noch immer, ob man jetzt in der Stadt Bern eine 1-zu-1-Ausstattung hat, wie jedes Kind ein Gerät hat, ob vielleicht in anderen Kantonen oder in anderen Regionen des Kantons Bern sieht es nicht gleich aus. Dort hat man vielleicht andere Systeme mit Bring Your Own Device, wo man das eigene Handy, das eigene Laptop oder das eigene iPad mit in die Schule nimmt. Ich habe das Gefühl, es ist sehr gut, wenn man sie pointiert einsetzt. Aber die Geräte gehören nicht die ganze Zeit auf das Pult, sondern die gehören einfach eine gewisse Zeit in das Pult rein. Und dann tut man sie als Lehrperson bewusst einsetzen und dann wieder verräumen. Das bewusst einsetzen, Barbara, ist das etwas, was für dich als Lehrerin schwieriger gemacht hat, den Unterricht zu gestalten? Vielleicht vielfältiger, aber gleichzeitig schwieriger? Oder wie würdest du das einschätzen? Nein, ich empfinde es eher als Bereicherung. Es ist schon so ein bisschen angetönt worden. Ich habe mehr Möglichkeiten, die schnell zugänglich sind. Es ist sicher aufwendig, im Vornherein sich Gedanken darüber zu machen, was habe ich überhaupt für eine Palette, was gibt es für Angebote? Und eine sinnvolle Auswahl zu treffen. Ich denke, da würde ich dir völlig zustimmen. Es macht keinen Sinn, sie ständig mit digitalen Medien zu bombardieren, sondern wirklich eine sinnvolle Auswahl zu treffen. Mit ihnen auch andiskutieren, wo sie die Chancen und wo sie Gefahren. Ich denke, das ist etwas, was wir im Unterricht sehr gut sehen, dass es eben auch Jugendliche oder Kinder gibt, die sich verlieren auf ihrem Tablet oder im Internet. Ja, ich wollte sagen, wie Linus vorhin erzählt, du gehst für irgendeine Arbeit recherchieren und gehst auf Google zum Beispiel. Da kommen ja Inhalte daher, die vielleicht nicht direkt mit dem Thema zu tun haben oder das Thema nur streifen. Es ist ganz, von uns gesehen ganz viel Ablenkungspotenzial da. Vor allem, es ist eine riesige Welt, die da ja auf eine Person einbricht. Also, wie tut man Kinder darauf vorbereiten oder auch, wie tut man auch helfen, vielleicht die Sachen zu kanalisieren und so weiter? Auch da, ich denke, es geht darum, das zu thematisieren. Also es macht keinen Sinn, aus meiner Sicht, sie zu schützen, in dem Sinn, dass wir einfach alles wegnehmen und uns im Endeffekt verleugnen, was in der Welt draußen passiert, sondern es geht auch darum, ihnen zu zeigen, schau, das gibt es, das sind die Möglichkeiten, das sind die Chancen, vielleicht eben auch wirklich Aufgaben aufzuzeigen, was ist der Vorteil, wenn ich ein gutes altes Lexikon vornehme, wenn ich ein Buch vornehme. Wo ist die Gefahr, wenn ich bei Wikipedia anfange, recherchiere über meinen Vortrag über den Zweiten Weltkrieg oder was immer? Und ich denke, das sehen die Jugendlichen absolut ein und auch die Kinder absolut ein, wenn man eben aufzeigt, wo die Vor- und wo die Nachteile liegen.
Ich frage dich, Linus, wie ist es sonst so? Also ich kenne das von mir, ich suche irgendetwas, gehe ins Internet und nach 5 Minuten bin ich bei völlig etwas anderem und nach 10 Minuten bin ich irgendein Film am Schauen. Wie ist es bei dir? Bist du da voll konzentriert zu dem Thema, das du jetzt gerade Infos brauchst oder was machst du? Also es ist meistens so, man recherchiert, dann findet man irgendein Film, wo man dann schaut. Zum Beispiel, wir haben jetzt kürzlich ein Plakat gemacht, also eine Präsentation. Und dort haben wir recherchieren und dann habe ich das Tier gesucht. Und dann habe ich halt das Film geschaut und habe das gefunden. Und dann ist es halt auf YouTube die meisten Filme. Und dann sieht man unter anderem gerade immer weitere Filme, die immer besser aussehen. Und dann schaut man die halt, weil sie spannend aussehen. Und dann muss man einfach aufpassen, dass einem die Lehrerin nicht verwünscht. Und wenn man es merkt, dass man das eigentlich schaut, dann sollte man es dann aufhören, schauen und weiter recherchieren. Weil meistens merkt man es gar nicht, dass man ja andere Filme am Schauen ist, als man sollte. Genau, richtig. Und dass einem die Lehrerin nicht verwünscht, ist natürlich sehr gut gesagt, Linus, Sabina als Mami. Mich kann es aber nicht wirklich böse nehmen, weil früher bin ich ja in der Unterrichtsstube gar nicht abgelenkt worden. Jetzt ist ein Faktor von außen reingekommen, der mich eben eventuell ablenkt. Ja, auf jeden Fall. Und es zieht dem ja auch so ein bisschen rein. Ich glaube, man kann das auch gar nicht so stark beeinflussen, wahrscheinlich. Auch in einem gewissen Alter, wo man sich vielleicht dem auch noch nicht so bewusst ist. Also dort ist man ja sowieso eben sehr, man lässt sich sehr leiten von so Reizen, die man überkommt. Und ich glaube, es ist noch schwierig, sich dort irgendwie zu sagen, nein, das gehört jetzt nicht mehr zu dem, das ist jetzt wieder etwas anderes. Barbara, wenn du jemanden verwünschst, greifst du da durch? Oder hast du ein gewisses Verständnis, dass man sagt, ja, natürlich. Also bei dieser Bilderflut, dass jetzt man unten vielleicht noch das Cartoon-Video anklickt, wird wahrscheinlich mehr die meisten machen, sage ich mal. Ja, es ist sicher beides. Ich denke, auch du warst in der Schule viel abgelenkt gewesen. Ich glaube, die neuen Medien bringen die Ablenkung nicht erst neu ins Klassenzimmer. Von dem her sind wir Lehrpersonen uns das sicher. Ich habe einfach rausgeschaut. Ich habe mit dem Fensterplatz genau, und hat, in den Berg hochgeschaut. Richtig, so ist es. Und ich denke, dass man sich eben für Leute im Internet mit Recherchieren, mit Videos, das kennen wir Erwachsene genauso. Also es ist klar, dass den Kindern das gleich geht. Also es geht in dem Sinn auch nicht darum, sie zu bestrafen oder böse zu sein auf sie, wenn das passiert, sondern es ist völlig normal. Sondern es geht eben darum, ihnen zu zeigen, schau, dein Zeitbudget leidet wahnsinnig darunter und ihnen dort Hilfen zu bieten, mit ihnen zu überlegen, wie kannst du das verhindern, dass du nicht eine Stunde lang Videos schaust, sondern irgendwann merkst, okay, jetzt habe ich 4 Stunden Videos geschaut, ich habe, glaube ich, eins, das okay ist. Klar, vielleicht gibt es noch dasjenige, das super, super besser wäre, aber ich habe es gut gefunden und ich schließe das jetzt hier ab. Also wirklich mit ihnen das Zeitbudgetieren eigentlich thematisieren und damit ihre Selbstständigkeit zu erhöhen. Das ist wichtig. Adrian, das ist natürlich ein Thema, das nicht nur Kinder im Schulzimmer anbelangt, sondern wir haben ja irgendwo durch eine logischerweise Vorbildfunktion. Aber ich glaube, bei den Arbeitsplätzen oder am Arbeitsplatz passiert es auch immer wieder, dass man statt eigentlich das, was man machen sollte, am YouTube-Film schauen ist oder am Facebook-Posts machen. Das ist vielleicht auch ein gesellschaftliches Problem, wo man müsste schauen, wie man auf Social Media beispielsweise unterwegs ist und wenn es für was die richtige Zeit ist. Es ist genau so. Das ist, ich sage jetzt mal, der Umgang mit Medien ist ein absolutes gesellschaftliches Problem. Ich sage jetzt, ich gehöre auch nicht zu dieser Generation, die von Anfang an mit den digitalen Medien aufgewachsen ist. Aber viele Eltern, auch jetzt ein Kind in der Schule, haben eben auch nicht. Das heisst, für sie ist das Medium digital im Allgemeinen, wie damit umgehen, aber auch das Verständnis, wie man beispielsweise Zeitungsartikel auch kritisch darf lesen oder wie man sie hinterfragen muss. Das ist alles neu, was man noch lernen muss. In der Ausbildung von Lehrpersonen in der PH Bern wird das gut Augenmerk darauf gelegt, dass man die Lehrpersonen, die jetzt ins Feld hineinkommen, auch die Kompetenzen haben, damit sie das den Schülern vermitteln können. Das Problem ist einfach dort, dass oft eben daheim etwas anderes gesehen wird. Und jetzt ist für mich einfach wichtig, jetzt sogar in der Zeit von Corona, ist es für mich unheimlich wichtig, dass der Diskurs zwischen Eltern, Kind und Lehrpersonen unbedingt muss funktionieren. Das heisst nicht, dass man aus Lehrpersonen sieht, eben, man tut jetzt vielleicht sanktionieren und sagt, oh, jetzt habe ich dich verwünscht, beim anderen YouTube-Videos schauen, sondern dass es daheim dann eventuell auch passieren sollte. Also nicht die Schule A sagen und daheim ein RB machen, sondern dass man da Hand in Hand gemeinsam das muss angehen.
ein super Thema. Also Corona ist nicht ein super Thema, aber das Thema vom Homeschooling meine ich damit, das uns in den letzten Monaten und im letzten 3-4 Jahren wahrscheinlich beschäftigt hat, wie selten zuvor. Wie siehst du das, Barbara? Findet der Austausch eben gerade statt zwischen Lehrpersonen und Eltern in dieser Krisenzeit innen? Oder ist das im Gegenteil, hat es so plötzlich neue Problemfelder gegeben, die sich vorher gar nicht bewusst war? Sicher beides. Also so Krisen sind ja Chancen und eben Krisen. Gleichzeitig, ich glaube, bei Corona haben wir das sehr gemerkt. Wir haben wahnsinnig Glück gehabt, dass die Base for Kids Umstellung vorher gekommen ist. Also wir sind nicht optimal gestartet in dieser Zeit, aber wir haben etwas gemacht gehabt. Vor allem haben wir eben die Ausrüstung wirklich gehabt, dass wir schnell können umstellen und haben probiert mit den Eltern wirklich so transparent wie möglich zu kommunizieren, was unsere Haltung ist. Und sie natürlich auch gebeten, dort einzusteigen in unser Boot und in die gleiche Richtung zu ziehen. Und ich glaube, das hat relativ gut geklappt. Also bei uns im Schulkreis habe ich das Gefühl, sind wir sehr schnell effizient in den Fernunterricht gestartet und haben wir wirklich auch den Rückhalt von den Eltern. Also das ist eigentlich grandios, was dort daheim geleistet wurde. Ich frage noch schnell bei Sabine nachher, wie sie es erlebt hat. Aber vorher möchte ich noch schnell die Ergebnisse nicht vorenthalten. Wir haben die Umfrage gemacht, wie digital möchten sie lernen in Zukunft. Schon überraschend, also 14% sind für unbedingt mehr digitales Lernen. Ebenfalls 14% sind für weniger digitales Lernen. Und die Mehrheit, 71%, die wird eine ideale Mischform aus digital und analog. Ich weiss nicht, hat 0% gehabt, das haben alle Meinung gehabt, die jetzt da mitgemacht haben. Eine Mischform aus digital und analog, also wie muss ich das interpretieren, wie du dem Digitalen noch nicht ganz vertrauen, oder was hat das Gefühl? Was hast du das Gefühl? Ich glaube, das ist so wie ein Übergang, der stattfindet, du hast es vorher gesagt, die Eltern sind vielleicht nicht unbedingt auf dem Stand vor von den aktuellen digitalen Mitteln und die Lehrer, die Lehrerinnen vielleicht auch nicht. Und das ist so wie ein Übergang, der jetzt muss stattfinden muss. Und es wird, ich denke, nach wie vor sehr wichtig sein, dass man sich trifft und sich nicht nur digital sieht. Also ich denke, das hat man im Frühling ja sehr gut jetzt können an einem guten Versuch ausprobieren. Und dort ist schon, also da rede ich so aus älterer Sicht. Es war sehr anstrengend für uns daheim mit der Schule. Was war genau anstrengend? Ja, ich denke schon, wir sind ja selber keine Pädagogen. Und eigentlich war es einfach so, dass man am Anfang vor der Frühlingsferien hat man einfach quasi Papier bekommen hat. Und Papier und Anleitungen dazu, wo es eigentlich heisst, ja, Kinder können das selber machen oder sollten in der Lage sein, das selber zu machen. Aber die Kinder in diesem Alter sind nicht unbedingt in der Lage, etwas durchzulesen und das nachher so auszuführen und das irgendwie 4 Stunden oder 3 Stunden lang. Das braucht extrem eine starke Unterstützung. Und daheim sind halt einfach die Eltern und vielleicht noch die Schwestern, ja, die das ein bisschen machen können. Und in der Schule sind es vielleicht auch die anderen Klassenkameradinnen. Und dort, ich denke, die Herausforderung für die Eltern, die ist dort sehr gross gewesen, um einfach auch wechseln von Eltern irgendwie in die Rolle des Pädagogen, und nachher im Kind sagt, so, jetzt musst du das machen und jetzt machst du das fertig und auch die Disziplin ein bisschen einzufordern. Und das ist natürlich eine ganz andere Rolle, die man dann nachher einnimmt. Das zeigt natürlich auch die Wichtigkeit des ganzen Systems und zeigt auch auf, dass es ja einfach eine vorübergehende Lösung kann sein kann. Nicht etwas, was man auf Dauer kann. Also es ist sicher keine dauerhafte Lösung. Nein, aber ich denke, die Eltern können nicht die Lehrpersonen ersetzen. Oder? Das ist wie Linus, wie hast du die Zeit empfunden im Homeschooling? Ist das für dich etwas Neues, etwas eigentlich noch Lustiges gewesen, daheim zu bleiben? Oder was würdest du sagen? Also es war aber immer so, dass ich am Anfang der Woche habe ich immer gedacht, so viel. Und dann habe ich es mega schnell fertig gemacht. Ich habe es nicht gemerkt, dass ich so schnell war. Und dann am Schluss der Woche war mir langweilig. Und dann konnte man ja zum Teil auch nicht raus können. Und also raus schon, aber einfach nicht mit anderen Kindern spielen. Und dann war es wirklich langweilig. Und dann hatte man halt nichts mehr zu tun gehabt. Und wenn man nichts mehr zu tun hat, ist man eben langweilig. Und dann habe ich mit der Zeit halt alle Bücher gelesen, die ich hatte bei mir daheim. Und dann habe ich halt einfach noch andere Sachen
anfangen machen und neue Fähigkeiten entdeckt. Neue Fähigkeiten entdeckt? Was jetzt zum Beispiel? Darf ich fragen? Also ich habe zum Beispiel entdeckt, dass ich recht gut malen kann. Also schöne Bilder. Und das mache ich jetzt fast jeden Tag. Das ist ja, Sabine, das ist ja fantastisch. Das, da haben wir ein Talent beim Linus entdeckt, das man mit dem regelmässigen Schuh gar nicht entdeckt hätte. Ja, die Schuh nimmt halt einen grossen Zeitanteil der Woche in Anspruch. Und ich denke, es hat schon auch dazu geführt, dass die Kinder mehr Freizeit oder mehr freie Zeit für sich hatten. Wobei ich denke, es war wie eine Übergangszeit. Es ist ja nicht, ich denke, bei uns hat sich die Schule wahrscheinlich mehr als halbiert zu dieser Zeit. Und ich denke, das ist ja auch nicht das Ziel. Also eigentlich müsste die Kinder trotzdem die Zeit, die sie sonst in der Schule verbringen, auch mit Lehren verbringen. Oder auch einen gewissen Zeitteil davon. Und klar, es ist natürlich auch schön, etwas zu machen, was man in der Schule jetzt nicht machen würde. Oder? Aber ich glaube, dauerhaft ist das nicht unbedingt eine Lösung. Ihr Schuh verbringt man Zeit nicht nur mit Lehren, sondern also das Tablet ist das Zehnte, wo man Zeit verbringt während dem Lehren. Aber wir haben natürlich die Geschichte vom Smartphone, vom Handy. In welcher Form darf man das überhaupt in der Schule brauchen? Im Unterricht nicht, aber auch in der Pause und so weiter. Wie fest tut es gut, mal das Smartphone auf der Seite zu lassen? Wie nötig ist es aber, dass die Kinder selber eins dabei haben? Wir haben hier noch ein Spiel parat zum Thema Handygebrauch in Schule. Da schauen wir doch mal rein. Ja, wir haben kleine technische Probleme. Auch das gibt es während dem Livestream, den wir ja schliessen von morgen um 7 Uhr bis am Abend durchziehen. Da kann mal sein, dass das Ende Video stockt. Wir probieren es aber, glaube ich, noch mal einmal und versuchen das Video, das rund um das Handy und um die Handynutzung geht, noch mal zu starten. Zwölf, dreizehn. Zwölf, dix ans. Douze ans, à peu près. Neun oder zehn. Also, mein Auto ist kaputt gegangen und von dem her habe ich ein neues gebraucht. Le mien, c'était un ancien que j'ai déjà acheté justement d'occasion et il commençait à vraiment plus marcher. Je pouvais plus l'utiliser, il y avait des touches qui marchaient plus, donc oui. C'est un peu le moment. Wenn das Alte kaputt ist. Technik, die verbessert ist. £800. 600. 700. 800. 500. 800. 1300. Ma mère. Ich. Meine Eltern. Meine Mutter. Ich selber. Aber nicht so unter guten Bedingungen, denke ich. Meistens im asiatischen Teil. Ja, in ärmeren Ländern. Und die Leute, die da arbeiten, gefährlich und bekommen fast nichts. C'est des enfants qui bossent dans des mines ou bien des gens qui sont payés très très peu. Ben, c'est pour ça qu'il ne faudrait pas acheter souvent des nouveaux téléphones parce que ça encourage à continuer à faire des gens travailler comme ça alors qu'il ne faudrait pas. Wenn es noch gut ist, kann man es an einen Freund weitergeben. On devrait le redonner au magasin ou à des associations, des choses qui peuvent les recycler ou les réutiliser. Si il marche encore, on peut le mettre à occasion, essayer de le revendre, lui donner une deuxième vie. Richtig entsorgen, wenn es nicht mehr geht oder sonst vielleicht schauen, ob es irgendwie könnte ich weiterverkaufen oder so. We'll be right back.
Ja, das waren ein paar Eindrücke. Wie haben die, wo haben die, von wem haben die und wie teuer haben die? Barbara, wie handhabt ihr das an eurer Schule mit dem Handygebrauch der Schüler? Seit wir mit Tablets 1:1 ausgestattet sind, probieren wir die Handys eigentlich möglichst nicht einzusetzen. Jetzt für den Alltagsgebrauch, ausser eben, wir sind wirklich in Medien und Informatik in dem Sinne unterwegs, und wo es explizit thematisiert wird, dann setzen wir sie. Aber die Schüler haben sie bis jetzt, dürfen sie die Pause, dürfen sie die brauchen auf dem Gelände? Sie haben sie zum Teil bei sich. Also wir haben dort probiert, ein bisschen zu sensibilisieren, sowohl bei den Eltern als auch bei den Jugendlichen. Also viele haben es zwar dabei, aber haben es draußen im Schäftli zum Beispiel oder haben sie in der Tasche auf lautlos. Wenn es den Unterricht stört, das hat dann Konsequenzen auch zur Folge. Wenn es einmal passiert, ist das nicht tragisch, aber wenn es immer wieder passiert, ist es schon wichtig, dass man dort dann den Kontakt sucht zu den Jugendlichen, aber auch zu den Eltern und probiert dann ein bisschen auf die Spur zu gehen, was dahinter steckt. Also die andere Beruf von Smartphones hat auch das. Vielleicht nicht nur negative Aspekte, wenn man ständig drauf schaut, sondern vielleicht auch eine Art Lerneffekt. Ich habe sogar das Gefühl, dass man das Handy je nach Region darf einsetzen im Unterricht und vielleicht sogar soll einsetzen. Im Sinne von, das ist vielleicht hat man das vorher in der Studie gehört, ich kann es nicht genau sagen, das Handy wird auf jeden Fall gebraucht. Der Schnitt zeigt, bei Jugendlichen, also 12- bis 19-Jährigen, ist es pro Tag rund 2,5 Stunden, wo man das Handy braucht. Darf ich kurz zwischenfragen, weiss man da, was, also wie man es braucht, was man dort abprüft und anschaut? Es ist vor allem die Social-Media-Sachen, die vorher jetzt geheissen, Snapchat, Instagram und so weiter, sind die Plattformen, die dort meistens abgerufen werden. Darum sage ich, muss man dort eine Sensibilisierung unbedingt einführen. Und wenn man sieht, wie flächendeckend dass die Jugendlichen heutzutage das Handy sind, also wir reden hier von 99% von allen Schweizer Jugendlichen, haben ein Handy heutzutage. Also, es wird daheim, es wird genutzt, so oder so, also denke ich, darf man das auch im Unterricht einsetzen. Ich begebe mich da vielleicht auf Glatteis, aber wenn du gesehen hast, wenn man natürlich eine 1:1-Ausstattung schon hätte, dann sieht das vielleicht etwas anders aus. Aber ja, es hat Potenzial, nebst dem, dass man digitale Phänomene anschauen kann, informatische Phänomene, man kann die ganze analoge Welt digital erfahren, mit den Sensoren, die Geräte heute haben. Früher hat man ein Radio, ein Fernseher direkt gehabt, und heute hast du alles komprimiert in so einem kleinen Gerät drin. Und das hat von mir aus gesehen sehr grosse Vorteile. Ja. Linus, hast du ein Smartphone, ein Handy? Nein, das haben wir abgemacht, dass ich das erst im 7. bekomme. Du bist jetzt in der 5. bin ich jetzt. Ja. Dann geht direkt weiter an die Leiterin der Fachstelle Digitale Entwicklung, aber vor allem als Mutter von Linus. Was hat es mit dieser Abmachung auf sich? Warum ist 7? Ja, weil wir das Gefühl haben, dass bis dann vom Alter her Kompetenzen genug gereift sind, damit man so ein Gerät auch brauchen kann und adäquat brauchen kann. Also, dass man weiss, auch, was die heiklen Sachen sind. Und wir haben einfach bis jetzt gefunden, dass. Also, es ist auch, ich muss sagen, das Bedürfnis war nicht wahnsinnig gross gewesen bis jetzt, weil unsere Kinder noch andere Sachen machen. Also sie sind vor allem auch viel draußen und machen Sport. Und dort ist das wie nicht nötig. Und ja, ich glaube, es ist so, es muss wie eine gewisse Reife muss vorhanden sein, damit man das Gerät auch richtig brauchen kann und dass einem etwas nützt und dass einem am Schluss nicht etwas schadet. Und es gibt sehr viele Kinder, die schon jüngere die Geräte haben und sehr viel Zeit daran verbringen. Und wir finden das eigentlich einfach im Moment noch nicht gut. Vielleicht müssen wir dann auch noch mehr im aktuellen Trend entgegenkommen. Das ist etwas, das man sich wahrscheinlich auch laufend anpassen muss. Es ist ja wie, ja, man tut es nicht ganz allein bestimmen, weil das eigene Kind das Einzige ist, das kein Gerät hat in der Klasse, ist das vielleicht auch nicht ganz richtig. Das ist mit einem Zugzwang. Ja. Ja. Ja, auch nicht gut finden, beziehungsweise sehr schade, dass sich auch die Runde schon wieder am Ende zunimmt. Die 45 Minuten gehen um wie im Flug. Ich werde am Schluss bei Barbara noch mal nachfragen. Wir haben vorhin noch den Generationenkonflikt ja schon angedutscht. In dem Sinn, einerseits wollen wir die digitale Entwicklung, auch beim Lernen, die Schüler sollen mitmachen, machen mit, weil sie eigentlich in diesem digitalen Zeitalter sie schon geboren worden und sich darin bewegen. Im Gegensatz zu den Eltern, die vielleicht ein bisschen hinten abgehängt ist und jetzt, merkt man da Unterschiede in Schule, bei den Kindern, von den Eltern her, ob die selber die digitale Entwicklung auch mitmachen und sogar fördern, oder ob die sagen, nein, das ist von dem, was wir gar nicht wissen. Wir haben zum Teil vielleicht nicht einmal einen Computer daheim oder so. Mhm.
Es gibt sicher Eltern, die eher ein bisschen kritisch oder vorsichtig sind. Und ich denke mir, das ist auch richtig, wenn man dort ein bisschen vorsichtig ist. Es gibt auch Grund dazu, bei gewissen Installationen ein bisschen Vorsicht zu walten. Aber ich glaube, die Medien sind angekommen bei uns in der Schule, bei uns in der Welt. Und es ist an der Schule jetzt einen sinnvollen, verantwortungsbewussten Umgang damit zu lernen. Und das kann lügen oder irgendwie kleinreden, macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Adrian, wie sieht für dich ganz kurz, wie sieht für dich in 10 Jahren das digitale Lernen aus? Sind wir da mit Virtual Reality Brillen unterwegs? Ich denke, die Bildung ist ein bisschen nachhinkend. Also, wenn die digitale Welt die entwickelt sich so extrem schnell, dass man es etwas institutionalisieren will, geht es eher ein bisschen lang. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt auch mit dem Lehrplan 21, mit den Installationen, die man hier hat, dass es wahrscheinlich eher weniger schnell wird gehen, als man sich das eventuell könnte erhoffen. Was ich aber hoffe, ist, und dort setzt man sich auch in der Forschung sehr ein, ist auch das Thema Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit in diesem Bereich. Weil es sind nicht alle ein digitales Gerät, und es können sich da alle gleich bedienen. Und da denke ich, da hat man noch Potenzial, das auch noch ein bisschen weiterzuführen. Merci für Adrian. Sabine, noch ganz kurz. Wo siehst du das digitale Lehre in 10 Jahren? Also ich glaube, es braucht eine Verdichtung auf das, was gute Qualität hat. Also es gibt im Moment, glaube ich, auch an den Apps und Tools, die man zur Verfügung hat, eine sehr grosse oder breite Auswahl. Und es ist sehr schwierig, dort das richtig Gute rauszupicken. Und ich glaube, dort ja, ist so für mich ein grosser Schritt, dass man dort doch ein bisschen herausfindet, ja, was funktioniert gut und es ist das Beste. Und das soll man auch brauchen. Wunderbar. Sabina, merci vielmals für das Schlusswort. Merci vielmals für die interessante Runde. Danke Adrian Regetz, Barbara Mundwiler, der Linus Döring und seine Mami Sabina Steiner, dass ihr hier in dieser Runde seid und mit mir darüber geredet habt, wie die Lehre im Moment aussieht und wie sie in Zukunft aussehen soll. Ja, und in Zukunft gehen wir näher um. Wir gehen näher im Programm weiter. Das wäre es jetzt von Mobilitätscafé. Bis näher. Danke miteinander.